Rund 800 Fans des SV Waldhof sind am Start. Mannheim in Weiß der Favorit beim Aufsteiger aus Oberfranken. Fridolin Wagner. Auf Adrien Le Beau, Riesenchance, die noch nicht vorbei ist. Martin Winkler, erst jetzt kann Bayreuth durchatmen. Sebastian Kolbe bewahrt die Gastgeber vor dem frühen Rückstand nach Zusammenspiel der beiden Torschützen vom Spiel gegen Elversberg. Wagner auf Le Beau, starke Parade von Kolbe. Und dann bekommt Steffen Eder den Fuß dazwischen beim Schuss von Winkler. Nach 5 Minuten klopft der SV Waldhof das erste Mal heftig vorne an. Die Bayreuther von Trainer Thomas Kleine haben schon in der Anfangsphase so ihre Probleme. 10. Minute, Weber etwas halbherzig, Segert auf Wagner, die Führung für Waldhof Mannheim. Na, das ist mal eine Woche für Fridolin Wagner. Montag getroffen beim Sieg gegen den Tabellenführer. Unter der Woche den Vertrag verlängert und jetzt schlägt er wieder zu. Weber bekommt den Ball nicht konsequent geklärt. Segert macht das technisch stark und dann pennt die komplette Abwehr in Gelb und Schwarz. Wagner sagt Danke und beschert Asif Saric einen gelungenen Start als Vertretungscoach. Alles andere als schön ist diese Szene. Adrien Le Beau, schon in der Vergangenheit immer wieder mit muskulären Problemen, muss auf dem Feld behandelt werden. Es sieht nach einer Verletzung im rechten Oberschenkel aus. Bitter für den Franzosen, der zuletzt richtig gut in Form war. Für ihn kommt Barış Ekincir in die Partie. Mitte der ersten Hälfte. Bayreuth steht nun etwas höher, geht mutig drauf. Zeynulahu schön in die Schnittstelle auf Nollenberger gegen Segert. Es wird laut. Strafstoß fordern die Heimfans, aber schon der Handshake von Segert und Nollenberger lässt vermuten, hier war alles sauber. Nicht jeder Körperkontakt ist sofort ein Foul. Vom Tempo-Fußball des SV Waldhof aus den ersten 10 Minuten ist nicht mehr viel zu sehen. Bayreuth traut sich nun mehr zu. Kirsch, schöner Diagonalball auf Diawusi, der Rechtsaußen muss abdrehen, nimmt Heinrich mit. Heinrich, gefährlich! Ob das so gewollt war, wage ich zu bezweifeln. Eine Flanke verkleidet als Schlenzer aufs lange Eck. Wir machen einen kleinen Sprung. 10 Minuten sind in der ersten Hälfte noch auf der Uhr. Winkler, Sohm, Jans arbeitet mit und bedient Ekincir. Kolbe macht die Tür zu. Barış Ekincir, sehr umtriebig nach seiner frühen Einwechslung, steht nicht im Abseits. Guter Laufweg von ihm. Auf dem Weg in Richtung Halbzeitpause entwickelt sich ein offenes Spiel. Beide Teams suchen nach Räumen für ihr Kombinationsspiel. Bahn, guter Zweikampf. Pledel hilft auch mit und hat eine Idee. Martin Winkler zieht an, zieht davon, zieht an Kolbe vorbei und zieht ab. 2-0 Waldhof Mannheim. Was für ein Tor von Martin Winkler. Aber auch was für ein Fehler von Sebastian Kolbe. Der Keeper verschätzt sich beim Herauslaufen komplett und hat dann keine Chance gegen Martin Winkler. Der geht ab wie der Roadrunner und trifft zum 4. Mal in dieser Saison. 2-0 für den SV Waldhof. Kaum Chancen zugelassen. Das sieht bislang nach einer erfolgreichen Auswärtsfahrt aus. Kurz danach Barış Ekincir erneut mit einer guten Aktion. Ekincir und Winkler kann den Ball nicht optimal setzen. Noch immer nicht Pause in Bayreuth. Die Gastgeber nehmen noch mal einen Anlauf. Das ist Kirsch. Das ist schnell vertikal weitergeleitet auf Ziereis. Ziereis, Anschlusstreffer. So schnell kann es gehen. Markus Ziereis mit dem ersten echten Schuss aufs Mannheimer Tor. Und der sitzt. Bayreuth darf sich zu leicht durchs Zentrum kombinieren. Segert fälscht den Ball entscheidend ab, sodass er über die Fingerspitzen von Bartels hinweg ins Tor fällt. Es ist die letzte Szene einer unterhaltsamen ersten Hälfte. Saric darf notieren, ordentlicher Auftritt, aber einmal nicht aufgepasst. Die zweite Hälfte beginnt mit stürmischen Gastgebern und mit einer schmerzhaften Erfahrung für Alexander Rossipa. Diawusis Flanke trifft den Linksverteidiger hart am Kopf. Rossipa versucht danach noch einige Minuten weiter zu spielen.
Die Verantwortlichen merken aber, dass Rossipal alles andere als rund läuft und reagieren dann auch. Niklas Sommer kommt nach einer guten Stunde für ihn in die Partie. Torchancen gibt es in den ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs keine. Das ist hier ziemlich trockene Kost nach dem Seitenwechsel. Es fehlt die Würze. Dann Erol Zeynulahu pfeffert mal richtig einen raus. Toller Schuss des Technikers im Team von Thomas Kleine. Der Pfosten wackelt. Die Führung für Mannheim auch. Die Partie nimmt wieder Fahrt auf. Der SV Waldhof steht hoch, zwingt Bayreuth zu Ballverlusten. Sohm auf Pledel. Pledel gegen Kolbe. Situation scheint bereinigt, ist sie aber nicht, weil Winkler nachsetzt. Kein Foulspiel gepfiffen. Martin Winkler. Hinten wartet wieder Pledel. Ekincir wird in letzter Sekunde geblockt. Sehr gute Doppelchance. Weiter beträgt die Führung für Mannheim nur ein Tor. 10 Minuten danach noch zu spielen. Und aufgepasst, es folgt die wahrscheinlich längste Kopfballstaffette des Spieltags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ziereis vor Bartels, scheitert am Keeper, aber fordert was anderes. Ein Foul von Sommer soll es gewesen sein. Wir schauen genau hin. Der Verteidiger hält Ziereis an der Schulter und zieht ihn runter. In meinen Augen hätte es dafür Elfmeter geben müssen. Die Chance zum 2:2 dahin, 3 Minuten noch offiziell bei den Oberfranken, macht sich Frust breit. Weber. Hartes Einsteigen gegen den eingewechselten Malachowski. Schiedsrichter Haselberger zückt sofort rot. Platzverweis gegen Felix Weber. Der geht für mich in Ordnung. Der Bayreuther hackt Malachowski von hinten in die Beine. Der Ball nicht spielbar. Das ist dann rot. Dann läuft schon die Nachspielzeit. Zeynulahu, ein letzter Freistoß, eine letzte Chance für Bayreuth. Mannheim aufmerksam, Ekincir, dann Götz. Technischer Fehler, auf einmal ist der Weg frei für Ekincir. Da sind nur noch jede Menge Acker und Keeper Kolbe vor ihm. Barış Ekincir, 3:1 Mannheim, das Ding ist durch. Der Offensivmann belohnt sich für seinen großen Einsatz mit seinem 3. Saisontor. Ausgangspunkt ist der Fehler von Götz. Malachowski schickt Ekincir auf die Reise und der macht das dann mit seiner Ruhe und Technik gegen Kolbe. 3:1 Waldhof Mannheim, das ist der Endstand. Nach dem Sieg gegen Elversberg gewinnen die Kurpfälzer auch das nächste intensive Duell. War ein bisschen dumm, dass wir vor der Halbzeit das 1-2 bekommen haben. Aber wir haben uns gesagt, wir geben nochmal 100% und dann gehen wir raus und dann holen wir die 3 Punkte. Ich glaube, man hat bei jedem gemerkt, dass er bereit ist, heute alles anzunehmen und alle Bedingungen hier komplett aufzusaugen und für den Erfolg sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Beim Feiern ist dann sogar der Cheftrainer wieder dabei, zugeschaltet per Videoanruf. Nach Vereinsangaben soll Christian Neidhardt kommende Woche auch schon wieder auf dem Trainingsplatz stehen.